Maschinen der Lufthansa am Flughafen München. Einen Tag lang haben die Flugzeuge weder von hier noch aus Frankfurt, Ägyptens Hauptstadt, angeflogen. Während Lufthansa die Verbindung heute wieder aufnahm, hat British Airways die Strecke London-Kairo für vorerst 7 Tage ausgesetzt. Viele Betroffene zeigen Verständnis, auch wenn sich die Airlines über den genauen Hintergrund bisher in Schweigen hüllen. Es ist schon frustrierend, aber beim Thema Sicherheit ist mir Vorsicht lieber. Wenn British Airways übertrieben haben sollte, ist das immer noch besser, als die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich wurde auf einen Flug der Egypt Air umgebucht, der 1 Stunde später geht. Merkwürdig, dass ich fliegen darf, wenn es doch Sicherheitsbedenken gibt. Großbritannien weist in seinen Reisewarnungen für Ägypten auf eine erhöhte Terrorismusgefahr im Luftverkehr hin. Das Auswärtige Amt hingegen warnt nur vor Reisen in den Nordsinai, in das israelische Grenzgebiet und Gebiete der Sahara. Ägyptens Tourismusbranche und das Luftfahrtamt in Kairo reagieren nervös. Dort wird bekräftigt, dass alle Flughäfen im Land gut gesichert seien. Wegen der Unruhen während des arabischen Frühlings war die Zahl der Besucher 2011 auf 9,5 Millionen gesunken. Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf ein russisches Passagierflugzeug halbierten sich die Touristenzahlen beinahe auf 5,3 Millionen. Danach reisten wieder mehr Besucher an. 2018 waren es 11,3 Millionen. Die ägyptische Fluglinie Egypt Air hat inzwischen ihre Taktung nach Großbritannien vorübergehend erhöht, um gestrandete Passagiere von Kairo zurück nach London zu bringen.